Hallo meine Freunde, zack, wieder mit Let's Play Bayonetta. Beim letzten Mal haben wir ja einen etwas größeren Gegner geschlagen und haben dabei auch noch etwas bekommen. Nämlich 3 Militärmärsche, eine goldene EP. Die habe ich letztes Mal einfach noch nicht eingesammelt, weil ich es noch nicht wollte. Und wir haben die Axt von dem Kerl, die interessant ist und vor allem sehr stark. Deswegen setze ich sie noch nicht ein, weil die Waffen nutzen sich ab. Mach auf. Hi, ihr. Ja, die ist stark. Und das war ein Platinrang. Und die Scheiben sind nicht mal kaputt. Okay. Wie sieht eigentlich meine aktuelle HP aus? Ich glaube, da kann ich vorsichtshalber mal... Ja. Lieber mal einen einsetzen. Und mal raus. So, Jo. Drecksäcke, jetzt ist das Ding wieder zu. Verdammt, jetzt muss ich tatsächlich die Axt benutzen dafür. Na komm, durch da. Weil die Axt, oder hat sie die Axt sich gar nicht abgenutzt? Oh je. Na komm. Ja. Ach so, ich habe gedacht, der hätte mich gerade gefressen. Weil man kann hier, glaube ich, auch so Game Over gehen in dem Abschnitt hier, obwohl das eigentlich... Na komm her. Na komm. Moin Freund. Ist doch sowas alles geskriptet. Na komm her. Komm schon. Oder muss ich hier weiter? Nein, ich glaube nicht. Na komm. Na komm. Na komm. Mein Freund. Na komm schon. Das ist nicht sonderlich spannend. Meine Framerate ist halt gerade ein bisschen geflackert. Aber das ist nicht so schlimm. Au. Na komm. Auf wie viel muss ich dich denn runterbringen, damit du endlich mal, was machst? Na komm schon. Na komm. Au. Na komm. Ich glaube, da kann ich ihm dann richtig Schaden zufügen. Na komm. Jetzt konnte ich auch die Hexenzeit benutzen. Warum ging das gerade eben nicht? Du Drecksack. Na komm schon. Na komm, komm her. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache was falsch. Na komm. Dankeschön. Yes. Wow, sogar noch Silber gekriegt. Okay. Ist in Ordnung.
alles akzeptiert. Und hier haben wir schon wieder einen Shop. Hexengebräu brauche ich nicht. Das ist, glaube ich, nur die Anleitung, wie man ja, sich Sachen herstellt. So. Yay. Hier konnte man die Axt benutzen ohne Probleme. Ja. Ich wusste nicht mehr, was die zweite Fähigkeit dabei davon. Angela Kim's Gold LP. Got your hands on something awfully rare, haven't you? That thing is the perfect bait to coax out some of Hell's ugliest. One note hits their ears, and a damn who's who of Inferno comes pouring out of the inner circles. Then I can use them to breathe life into what I make best. Weapons of mass destruction. Tell you what. You give me that record, and I'll order up something so fiendish, angels will cry at the sight of it. I'll just have to pop down to the tropics for a bit. So take a load off. Ja. That music. Neue Waffen. Da können wir uns auch, also die haben wir schon bekommen. Man kann sich hier noch eine andere Variante davon holen, was ich jetzt nicht weiß, was das bringt. Aber wir gucken mal kurz bei Techniken. Reicht nicht. Verdammt. Gut. Das heißt, wir können uns nichts leisten. Das Einzige, was wir jetzt gemacht haben, war die Waffe abholen. Und diese goldenen LPs kann man halt überall zwischendurch mal finden. Im Ganzen oder halt als Bruchstücke. Rums. Rum. Yay. Gut, weiter geht's. Und ich würde mal meinen, ich heile mich mal schnell. Weil ich habe kaum noch Energie, wie ich gerade sehe. Nehmen wir den großen. Weil ich habe keine Lust jetzt hier zu krepieren, weil mir so ein Viech hier in die Weg kommt. Geh weg. Eieiei. Na komm, lass los. Lass los. Lass los, habe ich gesagt. Na komm. Ja, klick da. Events. Nett. So. Die gucken uns aber trotzdem mal um. Nee, hier ist nichts. Gut, also kannst du weitergehen direkt nach dem ja, interessanten Part. Noch können wir uns. Geh weg. Nee, 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 nee. Nicht auf der wackeligen Brücke. Das kannst du aber mal sowas von verhackstückeln. Hä, der. Wie hat er mich getroffen? Hallo. Ich würde gerne die Hexenzeit aktivieren, danke. Na komm her. Au, das hat wehgetan. Na komm her. Au, könntest du bitte endlich? Ich bin gerade in seinen Angriff ein rausgewichen. Das ist sehr gut. Dankeschön. Das war's. Oh yeah. Hallo Drache von vorhin nochmal.
Und schaffe ich es? Sehr schön, 56 Ringe zusätzlich. Yum, 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 yum. Das scheint geschmeckt zu haben. Und mein Silberrang. Sehr schön. Ich werde trotzdem irgendwo wieder krepieren. Und das war das Ende vom Kapitel. Ich habe zwei Verse übersehen. What? Ah, mein Bronzerang. Ist okay. Dann machen wir direkt weiter. Weil 10 Minuten sind doch ein bisschen arg kurz für den Part, auch wenn die letzten paar ein bisschen sehr lang waren eigentlich. Aber egal. So ein bisschen kann man ja noch zucken. So. Können wir mal schauen, ob ich diesmal irgendwas schaffe. Oh, ne? Warum? Ich hätte gerne den, genau. Kleinen bringen nichts. Irgendwie. Warum auch immer. Ich hatte eine Stelle eigentlich, die verdammt gut war. Hier drüben ist wieder so ein großer. Irgendwann hatte ich eine Stelle, wo ich hingezielt habe, wo ich dann immer Kopfschüsse gelandet habe. Sehr schön. Nein. Jetzt wollte ich den einen da hinten kriegen, aber. Ja, komm. Ich möchte mal ein paar mehr Punkte so. Ja, vergiss es. 20 Punkte kann ich mir irgendwas dafür leisten. Das ist schon mal 10 mehr als vorher. 20 Punkte. Nö. Ich brauche mindestens 30. Yay, aber ich kann mir die Technik leisten beim nächsten Shop. Sehr gut. Und weiter geht's. In the city. Kapitel 2. Okay. Stadt des Déjà-vus. In Ordnung. Na komm. Take care of my babies, will you? Some people may have a thing for the 45s, but to me, these are the real works of art. Yay. Du kannst eine Technik kaufen. Und zwar Sprung ausweichen. Können wir erstmal ausprobieren. Was natürlich, einfach nur im Sprung können wir jetzt auch ausweichen, was. Doch sehr nützlich wird am Ende. Ja. Das war's schon. Einfach nur mal gezeigt, bevor wir sie kaufen. Und mehr Kohle haben wir eh nicht. Also sind wir wieder weg. Und können mit Kapitel 2 weitermachen. Mal vorher speichere ich nochmal. Es hat immer 13 Minuten. Nee, ein bisschen Gameplay geht noch. Ich glaube, ich mache dann bis zum nächsten Speicherpunkt, weil es gibt auch separate Speicherpunkte in den Leveln. Und dann werden wir da Schluss machen. Wenn denn der Ladebalken mal schneller laden würde. PlayStation, was ist los mit dir? War das vorher auch immer so langsam? Komisch. Wir nehmen wieder den zweiten Platz, weil ich habe bisher nicht einen einzigen, nicht einmal Pause gemacht. Oh, gute Stunde schon dran. Sehr schön. Also, ich hätte gerne die zwei so extra Verse gefunden gehabt. Ich weiß bloß nicht, ob das eventuell erst Sachen sind, die man kriegt, wenn man. Okay, das war gut. Wenn man. Dinges, Pumps, Pumps. Weiter ist im Spiel.
fancy bumping into you here. Out to find some answers about your past, are we? You've quite the familiar face, and using the same powers. But you'll have to forgive me. Do we know each other? Same powers? Don't make me laugh. Your little dip in that lake has left you a bit rusty. I've been high and dry for 20 years now. The only rust on me is from the lack of any real challenge. Perhaps you're up for the task. You've already disappointed me. Is a moment I've long desired. But you've forgotten your destiny and wasted the past 20 years. You're right. I do seem to be having trouble remembering things of late. Would you be so kind as to take it from the top? Two overseers, the eyes of the world. They are the power behind everything. John, as heir to the clan, the time has come for you to prove your right to fight under the Umbran name. You may select opponents of your choice. Then allow me to face the outcast. None! Nilain Kiadagat! The child is of impure blood. Challenging her would be a violation of our tenets of faith. It would not be the first time we faced each other. Kiard? Will you face me in this hallowed arena? Well, if I must. But I pray you've got a little something for me in return. You know, I'm very fond of stuffed animals. Oh ja, jetzt, der Hexengang können wir benutzen, um an Wänden lang zu gehen und Jeanne mal kurz ein bisschen zu verprügeln. So. Komm. Natürlich. Nimm dies, Jeanne. Na komm her. Und sie wehrt ab. Okay, und sie wehrt nicht mehr ab. Bleibt die da so stehen? Treffe ich noch? Ich bin mal ein bisschen am Testen hier. Das treffe ich nicht. Die Hülsen fliegen sehr geil. Aber egal. So, holen wir uns sie. Weil auf Entfernung zu kämpfen die ganze Zeit ist. Die sind langweilig. Und außerdem bringt das nichts. Und die Hexenzeit können wir natürlich nicht nutzen, weil sie ja selbst eine Hexe ist. So, und. Yes. Wo bist du? Wo bist du? Ich. Bist du etwa am Boden? Ganz standard. Tatsache. Ganz standardmäßig am Boden am Kämpfen. Was soll das denn? Na, komm her. Und Rams. Komm her. Ah, ich hasse es, wenn sie einen wegkombonen. So. Und das war's. Na, nur eine Goldmedaille. Okay. Achso, weil ich so viele Kombos genannt habe. Okay.
Okay, wir können jetzt an Wänden entlanglaufen. Yay, ich gehe erstmal nach links und gucke, ob da irgendwas ist. Nein, ist es nicht. So. Kamen hier Gegner? Ich glaube ja. Oh Gott. Okay. Er schießt. Ah ja. Okay. Okay, dann holen wir Holz euch mal. Oh je. Lass das gefälligst bleiben. Ringe sammeln. Und ihr geht weg. Dankeschön. Ringe her. Und du gehst auch noch weg. Oh yeah. Wow, das war gut. Oh, nur eine Goldmedaille. War trotzdem gut. Verdammt gut. Ups. Ups. Und so lange können wir leider nicht an Wänden laufen, sondern nur solange der Mond da ist. Und dann haben wir ein kleines Problem. Dann ist Ende damit. Tja. Noch auf. Da drüben ist was, das ich haben möchte. Nee, hätte ich. Na, verdammt. Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Ist okay. Ich gehe noch ein bisschen weiter weg. Hat es vielleicht gesehen, diese rote Krähe, die da ist. Die hat etwas dabei, was ich haben möchte. So. Die Mysteriewand aus Eisen. Also ich muss dich hier einfach nur. Oder war das zu kurz? Nee, das ist eine von den kurzen. Das. Vielleicht die Hexenzeit, aber wie aktiviere ich die Hexenzeit hier? Und wenn man zurückgeht, sieht man die Statuen erst. Fiese Sache. Aber was will man machen? Man muss jetzt einfach hier. Also der Counter ist einfach nur dafür da, damit man den Blitz. In der Zeit aktiviert der Blitz sich halt automatisch. Aber so kann man das auch schaffen. Ist auf und einmal durch da. Und das war's. Und ich glaube, wir kriegen gleich nach dem nächsten Kampf einen Speicherpunkt. Das heißt, ich werde den jetzt noch mitnehmen. Und dann kriegen wir hoffentlich einen Speicherpunkt. Ansonsten schneide ich einfach mittendrin. Außer der Speicherpunkt ist jetzt schon zugänglich. Das wäre natürlich auch sehr genial.